Ubisoft ist das neue EA, titelte jüngst das Forbes Magazine. Während EA letztes Jahr in unserer Rubrik die Skandale des Jahres Erwähnung fand, hat sich Ubisoft unfreiwillig vorgenommen, 2014 diese Rolle zu übernehmen. Schon vor Release der neuen Marke Watch Dogs zog der Titel den Unmut der Spielerschaft auf sich, als bei der Betrachtung des Gameplay-Materials auffiel: Momentchen mal, das Spiel sieht gut aus, aber längst nicht so gut wie die einstige 2012er E3-Demonstration. Das Thema Watch Dogs Downgrade füllte fortan die Foren und Social-Media-Kanäle. Ein gewaltiger Shitstorm kam ins Rollen, noch Wochen bevor die Spieler tatsächlich Hand anlegen konnten. Dass Watch Dogs spielerisch trotz Schwächen in der Story sehr gut, wenn nicht auch sonderlich spektakulär war und demnach ein wirklich gutes Spiel, rückte völlig in den Hintergrund. Den Vordergrund dominierte der vermeintliche Betrug am Spieler und nachträglich via Mods freischaltbare Grafikfeatures der PC-Version sorgten für zusätzliche Fragezeichen über Spielerköpfen. Warum lieferte Ubisoft die erweiterten Grafikeinstellungen nicht von Haus aus mit? Assassin's Creed Unity schlug in eine ähnliche Kerbe. Dem Koop-Modus fehlten weibliche Figuren und ein 30-FPS-Lock verhinderte die Möglichkeiten von modernen PCs auszureizen. Ubisofts Erklärung dafür: Die weiblichen Charaktere hätten zu viel Animationsarbeit benötigt und Spiele mit 30 FPS würden sowieso ein deutlich cineastischeres Erlebnis liefern. Verständlich, dass diese Erklärungen in Spielerohren als billige Ausreden verstanden wurden. Unitys Mikrotransaktionen von bis zu 99 US-Dollar und Review-Politik mit Embargos nach Release-Zeitpunkt sorgten ebenso für wenig Begeisterung wie Uplay als notwendige PC-Online-Plattform. Es wird spannend sein zu sehen, wie Ubisoft künftig kommunizieren wird und ob man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kann. Der gute Wille scheint gegeben zu sein. Nach dem technisch fehlerbehafteten Release von Assassin's Creed Unity entschuldigte sich der Publisher und strich als Entschädigung den Season Pass, um den kommenden DLC Dead Kings mit neuen Missionen, Waffen und Outfits kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Spieler, die den Season Pass bereits erworben haben, können sich eines von 6 Ubisoft-Spielen aussuchen. Eine nette Geste und hoffentlich der Anfang von positiven Veränderungen, denn die Spielerschaft hätte dies verdient. Ein weiterer Skandal, der vor allem im englischsprachigen Raum für Aufsehen sorgte, war die sogenannte Gamergate-Affäre. Den Anfang nahm das Drama, als ein wütender Ex-Freund seine ehemalige Freundin in einem öffentlichen Blog beschuldigte, mit Journalisten und Jurymitgliedern geschlafen zu haben, um so Coverage und Preise für ihr Indie-Spiel einzuheimsen. Das Internet spaltete sich in 2 Lager. Zunächst lief alles noch einigermaßen zivil ab. Die einen forderten mehr Transparenz in Sachen Vetternwirtschaft unter Spieljournalisten, Entwicklern und PR, die anderen mehr Sicherheit und Akzeptanz für weibliche Mitglieder der Gaming-Community, die oft vergleichbaren Denunziationen im Netz ausgeliefert sind. Bald tobte allerdings eine Schlammschlacht, Morddrohungen wurden ausgesprochen und ganze Mobbing-Kampagnen gegen weibliche Entwickler und Journalisten gestartet. Die Vorwürfe an die Entwicklerin, die Auslöser für den Shitstorm waren, konnten indes nicht bewiesen werden. Den angeblichen Affären mit Journalisten folgten keine Reviews. Was sind eurer Meinung nach die Skandale des Jahres 2014? Nutzt den Kommentarbereich für eure Meinungsbekundung. Wir sind schon sehr gespannt.